Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wieder einmal. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Ja, ich passe schon auf mich auf. So, wir stehen hier immer noch vor Cedric, dem langen Ohr, und wir müssen immer noch eine ganze Weile mit ihm reden. Ein Monster? Wo? Guck dich mal an, du bist das Monster hier. Oh, und bevor die uns noch weiter unterbrechen, reden wir mit ihm. So, ich mache Jagd auf den Kairan. Kannst du mir helfen? Ich will den Kairan töten und hörte, du könntest mir helfen. Kommt drauf an, welche Hilfe du erwartest. Informationen. Man hätte ihn schon vor Jahren töten sollen. Jetzt? Ich weiß nicht. Er ist gigantisch, passt kaum ins Flussbett, hat seltsamen Bewuchs auf den Tentakeln und eine extrem dicke Haut. Früher hat er in den Sümpfen gelebt, in einem der Pontar-Zuflüsse. Da ist völlige Wildnis. Nicht einmal die Skoyatel streifen dort umher. Er hat neulich ein Schiff zerstört. Seht euch das Wrack an. Sucht nach den Spuren. Wo denn? Geh nach Süden, tief in den Wald hinein. Dann nach Osten und zurück zum Fluss. Du findest eine zerfallene Brücke der Enseide und darunter das Wrack. Danke, Cedric. Ah, hol eine Probe vom Kairan-Gift aus seinem Lager. Übertreibst du nicht etwas mit diesen Teleportationen? Ey, du Gemeine! Ein Monster? Ich will auch! Wo? Ey, Triss, du bist gemein. Toll, und ich darf da wieder selber hinlatschen? Kann Zuckerpüppchen nicht mal irgendwie was lernen, dass sie uns mitteleportieren kann? Und warum zum Teufel haut er einfach ab? Ey, ich hab noch mehr mit dir zu bequatschen. Schneller, Geralt. Nicht, dass ich den jetzt ewig hinterherlaufen muss. Vorwärts! Na, ihr Hübschen? Heute erzähle ich euch von der Gründung Bindegards. Ah. Vor langer Zeit erreichten unsere Väter diese Küste. Der König gab ihnen Land. Dafür mussten sie ja, Wald später kommen. Vielleicht. Ich muss mit Cedric damals reden. Damals wie heute war... So, ich jage Monster. Ich will hier auf die Jagd gehen und brauche ein paar Ratschläge. Ich bin kein Hexer, lege nur Fallen. Ich habe die Aufgabe, die Neckar von Bindegard fernzuhalten. Das ist alles. Mir geht's um größere Beute als Neckar. Um den Greis? Den Kairan? Na, endlich ist Loredo mal großzügig. Aber was kann ich einem Hexer groß vom Monsterjagen erzählen? Wenn du zahlst, kann ich eine nützliche Falle anfertigen. Was wäre das für eine? Eine, die durchbohrt oder lähmt oder als Köder wirkt. Was immer du willst. Damit kann ich ohne Mühe Neckar fangen. Du könntest damit den Greis zur Strecke bringen. Ah, praktisch. Also bei ihm können wir uns Fallen herstellen lassen. Gut, gut. Wer ist Morrel? Die Elfin, von der ihr gesprochen habt. Was ist mit ihr geschehen? Seherin glaubt, dass der Wald sie geholt hat. Und du? Moril ist vor einem knappen Jahr verschwunden. Manche meinen, dass sie einfach zu schön war und die Däune ihr wehgetan haben müssen. Glaubst du das? Ohne Beweise glaube ich nur meinem Instinkt. Und der sagt mir, dass es nicht der Wald war. Das hast du Seherim aber nicht gesagt. Es hat doch keine Bedeutung mehr. Vielleicht hat sie jemand umgebracht. Vielleicht ist sie aber auch einfach fortgegangen. Daran kann weder Seherim etwas ändern, noch ich. Eine sehr vernünftige Einstellung, der junge Mann. Wer bist du eigentlich? Einer, der die Menschen vor den Gefahren des Waldes warnt. Erklär mir das bitte. Ich bin schon alt, selbst für einen Elfen. Der Wald ist noch viel älter. Ich lebe seit Jahren darin. Ich verstehe ihn. Ich kann das nicht erklären. Manchmal irre ich mich. Dann kommen die Leute nicht zurück. Du hilfst den Menschen? Ich weiß einfach, ob man hineingehen darf oder nicht. Ja, sehr freundlich von Ihnen. Vielleicht komme ich nochmal her, wenn du nüchtern bist. Hexer sollen ja lange leben. Dann hast du vielleicht eine Chance. Okay, auf die Nase gefallen, auf den Kopf gefallen ist er auch nicht, auf die Nase. Oh, hört bloß nicht hin. Für was kämpfen die Skoyatel? Fragst du nach denen von früher, die unsere Rasse zu alter Größe zurückführen wollten? Oder nach denen, die jetzt ums Überleben kämpfen oder sich in selbstmörderischer Rache ergehen? Zu welcher Gruppe zählst du die Krieger Jorvet? Wenn es darum geht, woran sie glauben, dann scheint es mir, dass sie den einzig richtigen Standpunkt vertreten. Aber so wie sie handeln, sind sie nur noch ein Schatten ihrer vergangenen Größe. Sie halten an ihren Illusionen fest, bis Strick oder Schwert sie von ihnen befreien. Oder sie werden sich der Wahrheit selbst bewusst, was noch schlimmer ist. Okay. Aber dann fragen wir noch mal, was er so herstellen kann. Ah ja,
Ja, er kann dasselbe herstellen wie alle. Also, er hat damit eigentlich nur gemeint, ich bin auch ein Handwerker. Du musst nicht immer extra in die Stadt gehen. Naja, besser als nichts. Was hatte ich denn hier? Eine Harpienfalle. Die Lederjacke brauche ich ja nicht. Das Entermesser habe ich schon hergestellt. Die Aufwertung geht auch noch nicht. Das geht auch nicht. Das Hexer-Silberschwert, da brauche ich immer noch Silbererz. Haben wir noch nicht. Und exzellente Lederhose. Ich glaube, wir hatten schon was Besseres gefunden. Von daher ist das zu vernachlässigen. Und was können wir bei ihm kaufen? Wahrscheinlich die Schemata, die er vorhin angesprochen hat. Nein, Alchemistenrezepte erstmal. Erhöht sämtliche Resistenzen. Oh, das ist ja cool. Das sogar ohne Nebenwirkung. Krähe, erhöht Schwertschaden. Plus 10%. Tja, das klingt doch gar nicht so übel. Ach, oh nein, hört nicht zu. Ich gucke gerade bei meinen eigenen Rezepten, ja. Oh, ich bin wieder verwirrt heute. Hier, das sind die ganzen Sachen, die er uns anbietet. Eine Bombe, die viel Feuer auslöst. So, hochentzündliches Gas frei und hast nicht gesehen und so weiter. Ja. Kairan-Falle, wirksam gegen den Kairan. Aha. Die werde ich bestimmt brauchen. Falle verletzt mit Splittern. Raserei. Gegner bekämpfen sich gegenseitig. Naja, nicht so wirklich mein Fall. Aber wie gesagt, das mache ich mit mir selbst mal aus. Ich glaube, zwischen dieser und der nächsten Folge werde ich mal eine Shopping-Tour einlegen. Ach ja, stimmt. Ich wollte mich immer mal umschauen, weil, natürlich gibt es immer noch 1000 Sachen zu finden. Verdammt, ich muss den Kram loswerden mal langsam. Obwohl, wisst ihr was? Ich meditiere mal eine Runde. Und mal ein paar Tränke herstellen, dass ich mal ein bisschen den Kram loswerde. Was war denn Krähe nochmal? Erhöht Schwertschaden. Ja. Ja, sehr schön. Herstellen. Super. Resistenzenerhöhung. Finde ich auch echt ziemlich gut. Das war's schon. Jetzt fehlen mir schon die grünen Zutaten anscheinend. Das sind hier immer Kaelum, Rebis, Vetriol. Das braucht man sich gar nicht drum kümmern. Klickt einfach das Rezept an und ihr werdet sehen, ob ihr das nötige Zeug habt. Bonus zum Zeichenschaden. Ja, kann man auch mal herstellen. Falkas Blut, Maximalschaden des Schwertes. Und was war Krähe? Erhöht Schwertschaden. Ich sehe da nicht, ehrlich gesagt, nicht so ganz den Unterschied, aber naja. Genau, Samum, die Bombe, die wir schon mal hatten und jetzt schon wieder fehlt. Herstellen. Katze, mit der Dunkelheit. Ah, mir fehlt eh die Zutat. Was ist denn Braunöl? Verstärkt Blutung? Fehlen uns eh die nötigen Sachen. Schwalbe. Schwalbe kann man nie von genug haben. Weil dadurch ist es wie ein Heiltrank, der durchgehend wirkt. Tanzender Stern, Bombe explodiert mit Feuer. Ja, dann nehmen wir mal eine von unserem Drachentraum. Setzt nur ein Gas frei. Gut, das dürfte erstmal reichen. Und ich wette, das war jetzt an sich schon fast ein bisschen dämlich. Denn die Alchemie-Zutaten verbrauchen kein Gewicht. Aber die Fläschchen schon. Und schon bin ich überlastet. Ich muss echt mal ein wenig kramlos werden. Hier, den Haftbefehl. Ich weiß nicht, ob ich den... Obwohl, der hat eh kein Gewicht. Dann ist egal. Die Bombe werde ich bestimmt nicht jetzt einfach mal wegtun. Die ganzen Aufwertungen sollte ich auch mal benutzen, sonst nehmen die auch nur immer so Platz weg. Rüstung. Moment, das überprüfe ich mal eben nochmal mit der Lederhose. Genau, ich hatte eine bessere gefunden. Dann kann ich ja die Olle hier verkaufen. Vor allem, der hat 5 Gewicht. Na also, das ist doch schon mal ein bisschen etwas. Was wiegt denn hier verdammt viel? Manche Alchemie-Sachen verbrauchen schon Gewicht, so ist es nicht. Da habe ich mich etwas vertan. Aber die Handwerkssachen, die brechen mir das Kreuz. Hier, 38 Eisenerz. Jedes ist eins schwer. Das geht echt mit der Dauer. Was bringt denn schön Geld? Tuch anscheinend. Das bringt, ja, 2 Orens pro. Ich habe 60. Ich verkaufe jetzt einfach mal 30. Vielleicht werde ich mich irgendwann dafür ärgern, aber ich möchte mal ein bisschen mehr tragen können. Das nervt mich wirklich extrem mittlerweile. Was willst du? Ich will gar nichts, ganz ruhig. Seht ihr, da habe ich schon wieder ein bisschen Tuch gefunden. Also ich glaube, an Tuch wird es mir nie in meinem Leben mangeln. Und Pechdraht und noch mehr Kram und noch mehr Kram. Und ja, ich sollte unbedingt zwischen den nächsten beiden Folgen erstmal ein wenig Rezepte kaufen und Sachen herstellen.
Das wird wahrscheinlich mich schon ein bisschen beanspruchen. Schließlich gibt's jede Menge Rezepte und jede Menge Sachen zu kaufen. Können wir da rein? Oh, tatsächlich. Natürlich. Wir können schließlich fast überall rein in diesem Spiel. Okay. Ein Holzklotz, was ganz Neues. Hatten wir noch nie gesehen. Was haben wir hier? Noch ein Holzklotz. Ist hier wie... ist eine Schreinerwohnung, so wie das aussieht. Also ein Tischler, Schreiner, wie ihr es nennen wollt. Wow, wenn es in diesem Spiel dunkel ist, ist es auch dunkel. Muss man das ja lassen. War hier noch eine Tür? Nee, das sah nur irgendwie so aus. Wo geht's denn da lang? Ach so, an den Kai. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Nee. Gut, ich habe jetzt mittlerweile ja so viele Quests, die ich machen kann. Oh, verdammt. Mit Loredo muss ich noch sprechen. Jetzt ist es ja dunkel. Ich wette, jetzt könnte ich mit ihm sprechen. In den Fängen des Wahnsinns, Geistergeschichte. Ach ja, zu den Ruinen eines Herrenhaus, was letztes Mal uns Cedric erzählt hat. Der Neckerauftrag, Bruder dem Troll, der Hexer schlägt sie alle. Bart Shooter aus Bindegarn, genau. Im Faustkampf sollten wir den schlagen. Ah, der ist direkt hier irgendwo. Oh Götter! Oh Götter! Ganz ruhig. Ah, Bart Shooter. Was willst du? Es heißt, dich hätte noch keiner im Armdrücken bezwungen. Stimmt. Ich will versuchen, das zu ändern. Das hat schon mancher versucht und es ist ein Scheiß draus geworden. Na, wollen wir? Ich bin aber nicht nur irgendein Scheiß, ich bin Geralt. Nun. Gut, dann komm mal gleich mit. Später habe ich keine Zeit mehr. In Ordnung. Doch der Fluch war nicht. Na dann ist ja gut. Spurlos verschwunden. Was für ein Zufall. Fast wäre der Hexer gestorben. Was? Die Stege in Mädchengestalt angriff. Die Diener des Königs fanden... Hey, das ist die Geschichte von Geralt, wie er damals Anna das allererste Mal vom Fluch befreit hat. Ha. Lustig, dass er über meine Geschichte redet, während ich an ihm vorbeilaufe. Ha. Sollte er mal drüber nachdenken. Okay, legen wir los. Fertig? Ja, klar. Wir können anfangen. Wow, 100 Orients, das ist doch mal ein Preis. Okay, Konzentration, Leute, Konzentration. Ja, das packe ich. Ja, ganz langsam. Ja, ah, du bist kein Gegner für mich. Ich hab dich. Ja, haha, 100 Orients gewonnen. Juhu. Du bist stark wie ein Stier. Da hast du deine Orients. Einmal hatten wir eine Kompanie Söldner mit Adam Adieu Pangrat als Anführer bei uns. Ich bin der Stärkste hier und habe mich mit Adieu gemessen. Der Kerl hat übermenschliche Kräfte. Hat mich niedergewalzt wie einen Säugling. Wenn du den triffst, dann sag ihm, Schute trinkt auf sein Wohl. Mach ich. Super, wir haben in Flotsam, denke ich mal, alle geschlagen, oder? Hör auf, mir auf die Nerven. Ja, mit 20 Erfahrungspunkten. Wow, was für eine Masse. Ein bisschen mehr habe ich mir dann doch erhofft. Mutter, gib Ruhe. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Oh Gott. Du segelst ja sowieso raus und kommst nicht wieder. Die haben ja seltsame Gesprächsthemen hier. Was wartet denn da hinten so? Na, ganz langsam. Ich will erstmal schauen, welche Quests ich denn so machen möchte. Geruch von Weihrauch? Ach ja, genau, da hatten wir den einen verärgert ein bisschen und... Genau, Siggi König sollten wir noch vor der Schenke treffen. Genau. Der hat schließlich uns ein Angebot zu machen bezüglich des Fight Clubs. Ich bin nämlich interessiert auf mehr Geld. Ja, das war mal eine erstaunlich lange Ladezeit. Naja, es kann nicht immer alles perfekt sein. Dann gehen wir mal hier durch, genau. Und Siggi müsste schon vor der Schenke auf uns warten. Wer bist du denn? Lobe die Göttin. Oh ja, deine Götter werde ich gerne loben. Du hast nämlich zwei ziemlich große Göttinnen, ja. Und ich glaube, Siggi ist... Ja, genau, da hinten steht er, der kleine Box-Promoter. Und was er uns anzubieten hat, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play The Witcher 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.